Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 5050. Ja, Freunde, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio zu einer freien Themennacht. Wenn ihr euch also gerne mit mir unterhalten wollt, hier jetzt wieder live im Radio und im Fernsehen, dann meldet euch ganz einfach. Meldet euch unter 0800 220 5050 oder mailt mir unter domian@wdr.de. Über was habt ihr Lust, euch mit mir hier jetzt zu unterhalten? So, der erste Anrufer ist heute Nacht Marc. Und Marc ist 22. Hallo Marc. Ja, hallo, grüß dich. Ja, hallo Marc. Dein Thema, was geht's? Ja, also mein Thema ist, ich habe eine sehr starke Abneigung. Mhm. Und zwar... Eine Abneigung? Ja, eine Abneigung. Gegen was oder gegen wen? Gegen meinen Körper. Also gegen jetzt nicht meinen Körper konkret, sondern gegen die Haare, die auf meinem Körper wachsen und sprießen. Aha. Wie, ist es eine starke Behaarung, die du hast? Ja, also sehr, sehr stark. Also ich habe jetzt mittlerweile aber gar keine Haare mehr. Weil du sie abrasiert hast, oder wie? Ja, genau. Wie stark waren sie denn vorher? Wo überall waren sie zu finden? Also die waren überall, mit anderen Worten, ich sah aus wie ein Schaf. Aha, also auf dem Rücken. Auf dem Rücken, auf den Armen, auf den Händen, auf den Fingern, in der Nase, in den Ohren, ja. Auf dem Kopf sowieso. Ja. Starker Bartwuchs auch? Ja, ja. Das fing mit 13 an, also es war sehr, sehr heftig. Also auf dem Rücken, der ganze Rücken von oben bis unten? Ja. Po, Backen auch? Ja, also komplett. Komplett? Also ich sah aus wie so ein Yeti. Ja, welche Farbe? Also jetzt nicht schwarz, sondern dunkelbraun. Ja. Und so gekräuselt. Also ich hatte auch einen Haarwuchs, das ist, also ich habe den immer noch, leider. Ja. Das ist du sagst du, dass du gar keine Haare im Moment mehr hast, wirklich durch Abrasieren oder ist es irgendwie durch einen Schaum gemacht worden oder eine Enthaarungscreme oder was? Nee, also dein Kollege hat mich eben gefragt und ich habe jetzt mal so 11 Präparate mal rausgeholt, falls du da irgendwelche Fragen zu hast. Also ich habe hinten im Schrank, ich habe ungefähr 65 verschiedene Präparate. Ja. Und ich habe jetzt mal so eine kleine Auswahl. Also ich glaube, jede zweite deutsche Frau wird sich glücklich schätzen, wenn sie diese kleine Auswahl zu Hause hätte. Also Auswahl für Enthaarungen oder was? Für Enthaarungen, ja. Für Körperpeeling, für... Verstehe. Für die Haut zum Eincremen, Pflegemittel. Ja, das heißt jetzt, der Zustand jetzt, dass du ganz enthaart bist, der ist zustande gekommen durch? Durch Ekel, durch Ekel vor Haaren, auch, ich mag ja nicht nur Haare an mir selbst, sondern auch bei anderen Menschen. Ich habe Panik, dass, wenn ich andere Menschen sehe in der Öffentlichkeit. Okay, nee, das habe ich, die Frage war anders gemeint. Wie hast du die Haare losgekriegt? Die Haare losgekriegt? Ja. Mit Peelinggeräten, mit Rasierern, mit Enthaarungscreme, mit Enthaarungsmus, mit Wachs. Aber das bedeutet doch, dass du ständig in Action sein musst. Das wächst doch immer wieder nach einem gewissen, ja, Zeitpunkt. Ja, also ich rasiere mich zweimal am Tag. Ja? Nur gut, auf dem Rücken geht das dann nicht, dann musst du es im Rücken irgendwie anders machen. Da habe ich mir was gebastelt. Nämlich? Also ich, mit dem Problem, ich sag mal, die Kreativität des Menschen wächst ja durch die Probleme und durch die Sachen, die er nicht direkt lösen kann. Und da wird ein Mensch ja sehr erfinderisch. Ja. Ich hab mir... Sag mal, was machst du? Weil mich macht ganz nervös dieses Gekrussel am Hintergrund. Räumst du da ständig was rum? Oder was machst du da? Was höre ich da? Ich bin am Putzen, weil das ist... ja, wie, du bist am Putzen? Also, das ist, wir sind am Telefonieren und du putzt? Ja, aber ist ja... Hausstaub und Haare können ja überall sein. Das ist eine ständige Aufgabe. Gut, aber wäre vielleicht schön, die paar Minuten, wo wir sprechen, dass man nicht putzt. Ja gut, dann muss ich ja mal eben in meinen sterilen Raum gehen. Also ich meine, bei mir sind alle Räume steril, aber ist ja die Gefahr, dass irgendein Haar oder die Partikel, ich habe auch all meine Fenster, es gibt ja auch so Fliegengitter
Und dann habe ich mir noch ein feineres in der Metallindustrie, da gibt es so ganz feine, hauchdünne Siebe, die habe ich mir noch davor gespannt. Moment, jetzt komme ich nicht mehr mit. Also erstmal habe ich dich jetzt verstanden als jemand, der eine sehr starke Behaarung hat, darunter gelitten hat, darunter leidet und sich erstmal jetzt die ganzen Haare hat entfernen lassen oder sie sich selbst entfernt. Was ist das jetzt mit dem Fliegengitter und der Sterilität? Was ist das? Ja, es können ja auch Haare und Hautpartikel, wo Haare vorhanden sind oder die früher am Körper vom anderen Menschen waren, der Haare hat und jeder Mensch hat Haare, könnten ja meine Wohnung, weil zwischendurch muss man auch lüften, könnten in meine Wohnung eindringen. Ah, und davor ist ja auch eklig. Oh ja. Sehr. Also das bezieht sich ja nicht nur auf deine eigenen Haare, sondern eben auch auf Haare von anderen Menschen. Ja, sicher. Also die Abneigung, die ist sehr groß. Deswegen, seit anderthalb Jahren kann ich auch keine Arbeit mehr aufnehmen. Ich wollte gerade sagen, da hast du doch Probleme überall, wo du hingehst, kannst du damit ja konfrontiert werden. Ja, ich gehe seit einem Jahr und drei Monaten überhaupt nicht mehr aus meiner Wohnung raus. Nur meine Eltern kommen noch und meine Großeltern. Und dann habe ich immer, wenn die kommen, ich lasse mir auch immer von denen mitbringen, Malerfolie. Also so, wenn Leute streichen und so. Also wenn meine Wohnung gestrichen werden muss, das ist bald, dann weiß ich auch noch nicht, wie ich das mache. Ich muss dann irgendeinen sterilen Raum finden, ob ich dann die Zeit ins Krankenhaus kann oder so. Moment, du bist seit anderthalb oder einem Jahr und drei Monaten nicht mehr aus der Wohnung gegangen. Nein. Von was lebst du? Ja, Moment noch vom Arbeitslosengeld. Und warst du mal bei einem Arzt? Nee, deswegen rufe ich ja bei dir an, weil ich verfolge deine Sendung schon mittlerweile seit 4 Jahren und du hast immer so gute Ratschläge, du kannst den Leuten auch echt helfen, weil ich gemerkt habe, der erzählt jetzt keinen, der hilft denen, der meint halt ernst, der Junge. Und ich habe einfach Angst, dass ich ausfalle, ich muss dafür dann rausgehen. Also wenn das jetzt so ist, wie du es gerade geschildert hast, und du jetzt seit über einem Jahr nicht mehr rausgehst, ist das natürlich ein sehr ernsthaftes Problem. Ja, aber das ist irgendwie, das ist schwachsinnig, aber ich kann damit nicht aufhören. Womit kannst du nicht aufhören? Mit dem Rasieren, mit dem... Ja gut, das sind ja zwei verschiedene Sachen. Das Rasieren ist eine Sache und die Panik vor Haarresten ist ja nur was ganz anderes. Das sind ja zwei völlig verschiedene Themenbereiche. Ja, aber die sind ja dann auch, die können ja auf meinen Körper durch den Wind, man geht mal eben raus und schwupp hat man ein Haar. Ja. Bist du denn selbst schon mal auf die Idee gekommen, zu einem Psychologen zu gehen, deshalb? Ja, ich war schon mal am Überlegen. Da wollte ich dich immer fragen, ob man Psychologen nach Hause kommen lassen kann. Ist in der Regel kompliziert, gibt es aber auch Möglichkeiten. Kannst du gleich mit meinem Psychologen darüber reden? Ja. Ich würde so sagen, das ist jetzt ein bisschen sehr kompliziert und komplex, was du mir da erzählt hast. Ja. Ich das jetzt weiterleite an meinen Psychologen, denn da muss ja was geschehen, wenn dem so ist, wie du mir gerade erzählt hast. Ja, das ist ziemlich heftig. Hast du die Kopfhaare auch abrasiert im Moment? Also ich habe die Kopfhaare abrasiert im Intimbereich, am kompletten Körper. Ich zupfe mir sogar meine Wimpern. Also ich habe überhaupt keine Wimpern. Ich habe natürlich, da würde ich auch manchmal tränende Augen, ist klar. Die Wimpern ist ja ein Schutz, das hat der Körper nicht umsonst, aber kann ich nicht. Jetzt legst du mal auf, bitte. Ja. Und wir rufen dich sofort an. Und dann gucken wir mal nach, was wir da intensiv tun können und dir helfen können. Okay? Ja, okay. Guten Abend. Alles Gute. Tschüss. Das war Marc. Und jetzt geht es weiter mit Sonja. Sonja ist 22 Jahre alt. Hallo Sonja. Ja, hallo. Ja, grüße dich. Hallo Sonja. Dein Thema. Ja, also mein Thema ist halt dieser mein unerfüllter Kinderwunsch. Dein unerfüllter Kinderwunsch? Ja. Aha. Und zwar, ich habe einen Freund, der ist 30. Und wir sind jetzt seit 2 Jahren zusammen. Und seit anderthalb Jahren versuchen wir schon ernsthaft und sehr intensiv halt ein Kind zu planen, zu zeugen, wie auch immer. Okay, Zeit verging und dann war schon ein Jahr rum und naja, und jetzt habe ich mir halt vor kurzer Zeit halt auch Gedanken gemacht, dass ich halt keine Kinder bekommen kann, weil mein Freund ja aus seiner ersten festen Beziehung ja angeblich eine Tochter schon haben soll. Was heißt denn angeblich haben soll? Ja, halt jetzt, das kommt ja, also es hieß ja immer so, es ist sein Kind.
Und daraufhin habe ich mich ja auch versteift und habe ja auch immer gedacht, dass ich diejenige bin, die kein Kind bekommen kann. Mhm. Ich bin daraufhin halt zu meiner Gynäkologin gerannt. Wir haben homöopathische Sachen ausprobiert. Ich habe auch sogar Hormone bekommen. Mhm. Ich habe meine Hormonwerte messen lassen. Ja. Und alles Mögliche, aber alles war in Ordnung. Ja. Und da kam meine Frauenärztin und hatte auch die Idee, mein Freund sollte doch mal bitte zum Urologen gehen, ja, und mal ein Spermiogramm abgeben. Ja, ja. Ja, und da waren wir letzte Woche gewesen. Mhm. Und heute kam halt die Post, dass, da ich ja gelernte Arzthelferin bin, konnte ich ja halt dieses Fachlatein halt auch entziffern und habe halt daraus gesehen, dass mein Freund absolut zeugungsunfähig ist. Ach. Also man soll mindestens 200 bis 300 Millionen Spermien haben. Mhm. Mein Freund hat unter 1 Million. Also das ist ja wohl mal eine drastische Zahl nach unten. Ja. Und er hat dir bisher vorher erzählt, dass es da ein Kind gibt? Er war ja selber am Zweifeln, immer schon. Ach so. Weil die damalige Freundin ihn auch öfters fremdgegangen ist. Und aha, sind wir ja fast bei dem aktuellen Thema. Er glaubt nicht, dass das sein Kind ist. Mhm. Und, so, somit ist das jetzt irgendwie raus, dass er gar nicht der Vater sein kann von dem Kind, weil er zeugungsunfähig ist. Genau. Ist es ein Nebenprodukt deiner oder eurer Forschungen? Warum bist du bislang davon ausgegangen, dass es an dir liegt? Ja, weil ja, ach so, weil ihr, ich verstehe, genau, soll. Ja, ja, ich verstehe, ja, ja, sicher. Genau. Mhm. Und daraufhin dachte ich, es liegt an mir. Ja, verstehe, ja. Aber das hat sich ja alles dann halt nicht so bestätigt. Jetzt, ist wahrscheinlich dein Freund ziemlich aus dem Häuschen. Ja, sicher. Ne, weil er sich da belogen und betrogen fühlt. Auch. Ja. Und auch halt an seiner Männlichkeit scheitert. Also er sagt, ich bin da kein richtiger Mann mehr. Also wir haben heute wirklich diskutiert. Was und natürlich Blödsinn ist, ne? Also wir hatten heute beide die Tränen in die Augen. Und ja, so, jetzt ist natürlich völliger Blödsinn, er ist kein richtiger Mann, natürlich ist er auch ein richtiger Mann, auch wenn er zeugungsunfähig ist. Ja, habe ich ihm ja auch gesagt. So, aber was hat das jetzt für eine Auswirkung auf eure Beziehung? Du willst unbedingt ein Kind haben? Ich habe mich in diesen 1,5 Jahren, wo wir versuchen, ein Kind zu zeugen, habe ich mich jetzt so drauf versteift und will unbedingt eins, so, auf jeden Fall. Liebst du deinen Freund? Ja. Du liebst ihn sehr. Ja, auf jeden Fall. Also es geht nichts über ihn. Ja. So, aber jetzt ist die Tatsache, der Fakt ist da, dass dein Freund offensichtlich keine Kinder zeugen kann. Genau. Wie siehst du jetzt diese Beziehung weiter? Also unsere Beziehung ist wirklich jetzt auf eine harte Probe gestellt. Mhm. Also das will ich auf jeden Fall. Also das formulierst du schon so. Das heißt, da gibt es schon so ganz geheime Gedanken vielleicht in dir. Der ist zeugungsunfähig, ich muss mir einen anderen suchen. Vielleicht, ich weiß ganz nicht. Ganz hart ausgedrückt. Ich weiß es nicht. Ich hoffe nur halt, dass unsere Liebe stark genug ist und die halt irgendwie bewältigt. Mhm. Also, muss ich dir sagen, Sonja, finde ich auch. Ich finde, bei allem Respekt von dem Kinderwunsch, wenn diese Liebe wirklich gut ist und einen hohen Qualitätsfaktor hat und ihr wirklich intensiv miteinander verbunden seid, muss man das gemeinsam auch bewältigen. Und wenn es eben so nicht funktioniert, dann adoptiert halt ein Kind. Das weiß ich nicht. Das möchte mein Freund nicht so. Also er hat gesagt, er möchte, wenn ein eigenes Kind haben, sonst gar keins. Tja. Und also ich das, die Sache auch ein bisschen so. Ja, also deshalb einen Partner zu verlassen, kann ich nicht verstehen. Ist mir rätselhaft. Also dafür gibt es wirklich genügend arme Würmer, die sich absolut freuen, wenn sie in eine Familie kommen und geliebt werden. Und dann von allen, die das gemacht haben, erfährt man, dass nach kürzester Zeit so eine Akzeptanz da ist, als wäre es das eigene Kind. Ich habe ihn heute sogar schon vorgeschlagen, dass es ja diese Samenbank gibt. Mhm. Aber da hat er auch gesagt, nee, er will das nicht, weil er will absolut kein fremdes Kind haben und so. Ich finde, ich bin auch noch ein bisschen irritiert, du bist ja erst 22 Jahre alt. Ja. Dass du das unter einem solchen Hochdruck jetzt schon betreibst und empfindest. Du könntest eigentlich sagen, mein Gott, ich bin 22. Ich lasse mir und uns jetzt einfach noch ein bisschen Zeit. Mal sehen, wie sich die Beziehung entwickelt. Ich kann auch noch in 5 Jahren, ich kann auch in 10 Jahren schwanger werden. Ja. Warum muss es denn nun gerade jetzt schon sein? Weiß ich nicht. Da habe ich so eine ganz eigene Einstellung zu. Ich finde, ich möchte nicht mit, 30, 35 oder sowas Mutter werden. Warum nicht?
weiß ich nicht, ich habe da eine ganz andere Einstellung zu. Ich selbst habe auch sehr junge Eltern und mein Vater ist auch gerade erst mal 40. Und, ja, deswegen musst du es ja nicht so nachmachen. Also ich meine, mit 30... Nee, aber ich sehe die Vorteile daraus. Ich kenne andere Mütter, ja, und Väter, also von meiner Freundinnen, deren Eltern sehr alt sind schon, also wirklich über 50, 60 sind mit in meinem Alter. Ja, also sollst du ja nicht mit... Ich plädiere ja nicht dafür, dass du mit 40 ein Kind bekommst. Ich finde, wenn man mit 30 ein Kind bekommt, ist das absolut im grünen Bereich. Und dann ist man als Eltern auch noch nicht alt. Und es gibt sicher Vor- und Nachteile von jungen Eltern und Vor- und Nachteile von alten Eltern. Also ich habe mir schon festgelegt, also dass ich erst ein Kind bekomme, erstens, wenn ich auch wirklich einen Freund habe, den ich liebe, zweitens meine Ausbildung abgeschlossen habe und drittens auch beiden im Berufsleben stehe. Also so bin ich natürlich nicht, ich bin jetzt nicht eine von den, nur mit den Einstellungen von den 16-, 17-Jährigen, da die heute schon Kinder bekommen. Also die Ausbildung hast du hinter dir? Ja, habe ich hinter mir. Du stehst mit beiden Beinen, was machst du vom Beruf? Ich bin Arzthelferin. Ach, das hast du gerade gesagt, genau, du bist Arzthelferin. Genau. Und hast eben einen Freund, den du liebst. Auf jeden Fall, ja. Und wir sind jetzt beide total verzweifelt. Also mein Freund wir wohnen noch nicht offiziell zusammen. Er hat nur seine eigene Wohnung. Wir sind bei mir oder ich bin bei ihm. Also halt, ne? Wir sind auf jeden Fall keine Nacht irgendwie auseinander. Jetzt hat das alles heute sich so doof ergeben, dass er heute zu sich nach Hause gefahren ist, um das erstmal zu verdauen. Ich selber weiß nicht, wie ich ihm gegenübertreten soll. Ich habe ihm gesagt, dass wir das auch noch schaffen, weil wir haben in unserer Beziehung schon so viel gemeistert. Ja. Und ich meine, okay, das ist was Großes jetzt. Also das ist keine Kleinigkeit, wo man vor Geld reden kann, Geld sorgen oder weiß Gott was. Ich finde allerdings auch, es steht überhaupt gar nichts, kein Druck hinter euch. Dass ihr wirklich jetzt mal ganz gelassen mit auch jetzt dieser neuen Situation umgehen solltet. Vielleicht kann er sich ja auch noch mal eingehend beim Urologen untersuchen, woran es liegt. Vielleicht kann man ja doch irgendwas machen. Ja, mein Freund hat nur einen Hoden von Kind an. Also er ist als Kleinkind ist er operiert worden. Er hatte eine Hodenvergrößerung und das musste halt dann operativ entfernt werden. Das heißt, da kann man sich ja auch noch mal beraten lassen beim Urologen. Aber nichtsdestotrotz, selbst wenn endgültig herauskäme, da ist überhaupt nichts zu machen. Da kann man auch nichts irgendwie therapieren oder weiß ich was. Finde ich, dass man die Liebe immer höher bewerten sollte als den Kinderwunsch. Kann man geteilter Meinung sein, ja. Ja. Aber letztendlich ist es eine Sache, die du für dich innerlich sowieso ganz ohne dein Bewusstsein wahrscheinlich entscheiden wirst, wohin du gehst. Wenn der Wunsch so groß ist und so intensiv ist, wirst du zwangsläufig irgendwann dir einen anderen Partner suchen, das glaube ich. Aber ich finde, lasst euch doch erstmal ein bisschen Zeit und lasst mal alles auf euch wirken. Vielleicht schafft ihr es ja wirklich zusammen oder es gibt doch noch irgendwie einen anderen Weg. Nichts drängt euch, ihr steht unter gar keinem Zeitdruck. Du bist 22 Jahre alt und 2 Jahre kannst du dir noch geben. Ja, ich weiß. Ich habe mich ja auch schon im Internet erkundigt, wegen künstliche Befruchtung und sowas. Aber das sind wieder Sachen, da musste man verheiratet sein und dann übernimmt die Krankenkasse nicht mehr die vollen Kosten, dann spielt das Finanzielle wieder halt. Aber das ist halt einfach die einzige Möglichkeit, um ein Kind zu bekommen. Für uns, auch wenn es in 2-3 Jahren ist. Ja, gut, das könnt ihr ja vielleicht irgendwie als Plan mal vor euch haben und darüber sehr intensiv nachdenken. Und jetzt ist ja die Information ist ja jetzt noch frisch. Ich finde es bestimmt erstmal gar keinen Grund, sich sehr, sehr, sehr groß aufzuregen. Sondern ich mache mir halt nur Sorgen um meinen Freund jetzt, weil er ist jetzt nach Hause gegangen, weil ich ihn gar nicht kenne. Ja, aber es liegt jetzt auch sehr an dir, wie du dich verhältst und was für eine Rückmeldung du gibst. Wenn du dich entsprechend verhältst, kannst du ihn auch auffangen in seiner Sorge, in seiner Angst. Ich weiß nicht, wie ich jetzt vor ihm stehen soll, weil ich bin nicht diejenige, die kein Kind bekommen kann. Nein, aber du bist diejenige, die unbedingt eins haben will. Ja, er auch. Ja, gut, keine Frage. Gut, aber du kannst, wenn du jetzt sagst, was mal aufschaltest, das ist jetzt erstmal so, das nehmen wir erstmal so hin und wir lieben uns und leben erstmal so weiter. Ich glaube, dass das die Lage schon mal sehr entspannen würde. Wenn der aber ständig in deinen Augen sieht, ich will ein Kind haben, ist natürlich die Beziehung ungeheuer belastet. Gelassenheit, geh erstmal mit Ruhe daran. Ruf ihn an, wenn du ihn morgen erreichen kannst und sei so nett wie möglich und sag das mal auf, wir kriegen es schon geregelt.
Liebe Sonja, alles Gute von Herzen. Ja gut, danke schön. Tschüss. Ja, tschüss. Hier ist Tom und Tom ist 20. Hallo Tom. Hallo Domian, grüß dich. Ja. Und zwar, ich habe ein Riesenproblem und das Problem bin in diesem Fall ich selber. Und zwar, ich bin jetzt seit 5,5 Monaten in einer Beziehung, studiere auch, momentan zwar mehr nebenbei als hauptberuflich, aber ich studiere. Was studierst du? BWL. Mhm. Und in den Weihnachtsferien hatten wir natürlich auch frei, ist was sehr, sehr Blödes passiert. Und zwar, ich bin auf die beste Freundin meiner Mutter gestoßen. Mhm. Das ist ein absolut lieber, netter, toller Mensch. Mhm. Die ist auch ein bisschen jünger als meine Mutter. Mit der haben wir, ich und mein Bruder, viel früher auch unternommen und so. Mhm. Wie alt ist die Frau? Die ist 38. Ja. Mhm. Die ist 38 und meine Mutter ist jetzt 45. Also ja. Die ist noch ein Tick jünger als meine Mutter. Ja. Ich selber bin jetzt 20 und aus einer Euphorie, aus einer Situation heraus ist es eben passiert, dass wir einen One-Night-Stand hatten. Mhm. Und ich bin jetzt momentan in der misslichen Lage, da ich Offenheit für eine Beziehung, das ist das absolut Wichtigste, das allerwichtigste Gut in der Beziehung generell. Lass mich mal eben fragen, von wem ging die Initiative aus? Ist ja eine komische Situation, ihr kennt euch ja ewig schon. Wir kennen uns schon sehr lange. Von wem ging die Initiative aus? Das ist jetzt blöd zu sagen, also ich bin ja selber schon groß, ja. Und zu sagen, ich bin unschuldig, das ist Blödsinn, ja. Aber ich höre daraus, dass du dich eher ein bisschen, wenn, verführt gefühlt hast von ihr? Das ist, kann man so nicht sagen. Nee. Also wie gesagt, ich bin alt genug, dass ich für mein Handeln selbst Verantwortung übernehmen kann und ja. Wenn ich... Aber immerhin hat sie kräftig mitgemacht. Ihr habt beide irgendwann ab einem bestimmten Punkt forciert. Kann man so sagen? Sie hat schon drauf angelegt, würde ich jetzt mal so sagen. Ist das im Alkoholrausch passiert? Nein, um Gottes Willen. Nicht nein. Mal das. Mhm. Nein. Mhm. So, einmal passiert. Du bist genau. Nicht, du bist in diese Frau nicht verliebt. Nein, um Gottes Willen. Überhaupt nicht. Das war eine reine Sexgeschichte und Schluss aus, mehr nicht. Ja, es war schon ein Gefühl mit dabei, das ist klar, aber dass ich jetzt sage, die große Liebe und vor allem zwischen meiner Freundin und mir ist es ja noch relativ frisch, 5,5 Monate. Ja. Und wir sehen uns jetzt auch durch das Studium sehr selten. Und wenn wir uns sehen, ist es natürlich sehr intensiv und sehr toll und sehr klasse. Und wie gesagt, Aufrichtigkeit wäre das Wichtigste. Nur meine Mutter versteht sich auch ziemlich gut mit ihr. Und mit der Freundin. Mit deiner Freundin. Mhm. Genau. Mhm. Und ich persönlich habe jetzt diese Angst, wenn ich meiner Freundin das gestehe, was da passiert ist, dass es über kurz oder lang auch meine Mutter mitbekommen wird. Und wie die dann reagiert, weiß ich auch nicht. Das heißt, im Moment weiß das nur du weißt das und die Freundin von deiner Mutter weiß das. Und deine Mutter würde auch aus allen Wolken fallen, wenn die das erfahren würde. Ich weiß es nicht. Das ist eben das Problem. Das wahrscheinlich. Ist schon ein bisschen befremdlich. Ne? Wenn die beste Freundin sich an den Sohn ranmacht, ist schon ein bisschen komisch. Irgendwie, glaube ich. Oder? Ja, das stimmt. Und deswegen habe ich es auch... Ihr so. Auch nicht gesagt, meine Freundin, das ist so belastend. Also entscheidend ist, ich muss jetzt nochmal ganz, ganz klar fragen. Du hegst keinerlei Verliebtheitsgefühl für diese 38-jährige Frau. Nein, um Gottes Willen. Ich verstehe sowieso nicht, wieso ich so dämlich, wirklich dämlich sein konnte. Man kann auch sagen, wirklich... Du ärgerst dich sehr darüber, dass du es gemacht hast. Ja. Ja, du hast ein richtig großes, schlechtes Gewissen. Richtig. Ja. Und vor allem ist es so frisch und wenn wir uns sehen, also mit meiner Freundin, und wenn wir uns sehen, ist es auch so intensiv und... Hast du mit der 38-Jährigen darüber nochmal gesprochen, was das war, warum das passiert ist und wie sie sich fühlt? Nein. Da habe ich auch nicht das Bedürfnis dazu, ehrlich. Hast du sie denn danach noch einmal irgendwann getroffen, gesehen? Das war ganz lustig. Die war, die ist mit meiner Mutter Silvester eben rocken gegangen, die sind ausgegangen. Mhm. Und da ist die reingeschneit und hat mich eben so begrüßt, als ob nie irgendwas vorgefallen wäre. Bussi links, Bussi rechts. Einfach ganz normal und ich stand auch da und ja, hallo. Das kann also sein, dass ihr das vielleicht auch peinlich ist im Nachhinein? Nein, um Gottes Willen. Also die Frau ist zu tough und zu selbstbewusst. Das ist auch eine Frau, die steht mit beiden Beinen. Ja gut, deshalb, denn noch kann es ihr ja peinlich sein oder unangenehm sein und sie versucht es für die alte Normalität hinzukriegen. Also, nein, der ist wirklich nichts peinlich. Die steht zu allem, was sie macht und das macht sie auch. Okay, dann, was wäre dann schlimm, wenn deine Mutter das erfahren würde? Ich will eben, das ist auch, ich habe ja auch nicht nur
dieses Erlebnis, das steht jetzt mal für einen Moment außen vor. Das ist ja auch ein Verhältnis zu dieser Frau, das über das Freundschaftliche auch hinausgeht. Das ist ja sowas wie ein Familienmitglied auch schon fast. Mhm. Oh Gott, das hört sich jetzt an wie Inzest, aber naja. Naja, okay. Mhm. Und ich will das auch nicht, dass es kaputt geht. Also das ist auch so ein wahnsinnig toller Mensch, eben wie gesagt, aufgrund dessen, dass sie so selbstbewusst ist. Ja gut, aber wenn du sie so schilderst, sie ist selbstbewusst, sie ist tough, die steht zu allem, dann müsste sie da auch zustehen. So, aber lass uns erstmal über deine Freundin reden und dich. Das sind ja zwei verschiedene Bereiche, einmal die Familie, was da passieren könnte, und du und deine Freundin. Ist das Gewissen deiner Freundin gegenüber sehr, sehr stark belastet? Natürlich, und vor allem, ich würde sie auch voraussetzen, also ich weiß nicht, ob ich das verzeihen könnte, das kann ich jetzt nicht sagen. Ich weiß auf alle Fälle, dass ich es wissen möchte. Mhm. Ich persönlich, wenn sie fremdgegangen wäre. Ja. Könntest du dir vorstellen, nur mal so rein in der Fantasie, dass du für dich so die Entscheidung triffst, okay, das ist einmal gelaufen, das ist scheiße gewesen, jetzt mache ich da einen fetten Strich drunter und schweige für immer. Ja, aber das hat ja auch den leichten Hauch einer ewigen Lüge. Das ist ja, verschweigen heißt ja auch bis zu einem gewissen Grad vielleicht lügen. Und Könntest du nicht gut mit umgehen? Ich finde, der Hintergrund meines Gesprächs oder meiner Frage ist, Ehrlichkeit, ja, natürlich auch, wenn es nötig ist, auf jeden Fall und radikal, aber auch nicht immer um jeden Preis. Ich finde, manchmal kann man auch schon mal guten Gewissens was verschweigen, wenn man daraus gelernt hat und den Fehler nicht nochmal begeht, um vielleicht nicht Dinge kaputt zu machen, die das gar nicht wert sind, kaputt gemacht zu werden, wegen einer Lappalie. Und letztendlich ist es ja eine Lappalie, die du da begangen hast. Deswegen würde ich da schon genau abwägen. Ich fände es moralisch nicht so verwerflich, wenn du jetzt sagen würdest, okay, Strich drunter, ich schweige einfach. Andererseits nehme ich sehr ernst, wenn dich das Gewissen so umtreibt. Dann hat das schon eine starke Aussage und dann muss man sprechen. Aber ist es nicht zu intim, um es als Banalität irgendwie abzutun? Natürlich, wir sind Oversex, das ist keine Frage, man schaltet dort im Fernseher ein, das ist klar, aber ich finde, wenn man in einer Beziehung ist, ist doch das wirklich zu intim, als dass man das verschweigen könnte. Auf der anderen Seite ist es ja nicht nur so, dass ich Angst um die Freundschaft zwischen meiner Mutter und eben ihrer Freundin habe, ich habe natürlich auch Angst, meine Freundin zu verlieren. Ja, ja. Das ist ja auch mitunter ein Grund. Ja. Na, ich gehe mal davon aus, dass das der erste Grund ist, der dich umtreibt. Der allererste eigentlich, ja. Ja, natürlich, ja, ja, ja. Du kennst ihn, ist das eine frische Beziehung, 5,5 Monate, sagst du. Genau. Wie schätzt, da kennt man den Gegenüber noch nicht so richtig gut, aber dennoch, wie schätzt du sie ein? Wenn du jetzt sagen würdest, pass mal auf, ich habe richtig Mist gebaut, es tut mir wahnsinnig leid, aber ich muss es sagen, sonst kann ich irgendwie nicht offen und ehrlich mit dir leben. Ist das so eine Radikale, die dann sagt, und tschüss, oder könntest du dir eventuell sie auch verzeihend denken, dass sie sagt, na gut? Das Ganze wird definitiv zumindest in erster Konsequenz zur Folge haben, dass wir uns erstmal für ein paar Tage, Wochen, keine Ahnung, irgendwie distanzieren. Sie wird bestimmt drüber nachdenken wollen. Na gut, das ist ja auch ein gutes Recht. Das ist wirklich natürlich ein gutes Recht. Ja. Aber was eben dann da in dieser Phase passiert, kann ich nicht beurteilen. Mhm. So, ich weiß nicht, wir sehen uns in letzter Zeit leider auch nur sehr selten wegen der generellen Situation. Ich schreibe jetzt im Januar meine Klausuren. Ja. Also Tom, ich sag das jetzt nochmal so, wenn du das für dich und dein Gewissen hinbiegen kannst, finde ich das okay, wenn man das überschweigt. Aber ich höre daraus jetzt die ganze Zeit, wie du so sprichst, dass du das nicht wirst können. Und dann musst du in den sauren Apfel beißen und musst es aussprechen. Es ist wahrscheinlich dann, oder mit Sicherheit für dich auch der richtige Weg. Welche Konsequenzen das dann wiederum für die Freundschaft zwischen deiner Mutter hat, wenn es denn dahin sickert, das ist ja auch noch nicht klar. Das muss die junge Dame im Alter von 38 Jahren dann selbst verantworten. Das ist dann deren Bier. Die wusste, was sie tat. Ich ja auch. Ja. Also das ist ganz klar. Da würde ich jetzt nicht so Rücksicht drauf nehmen. Ich würde an deiner Stelle erstmal sehen, wie kann ich meiner Freundin gegenübertreten? Kann ich dir in die Augen gucken? Wenn du Probleme damit hast, dann sprich es aus. Dann sprich es aus. Und ich fände es auch kleinkariert, wenn deine Freundin dir nicht verzeihen würde. Ich finde, sowas kann man verzeihen. Es ist einmal passiert. Du bist nicht verliebt. Es ist einfach mal einmal passiert. Mein Gott, nochmal. Egal. Ich würde hoffen, dass deine Freundin so reagiert.
Und du kannst entspannter leben. Und dir wird wahrscheinlich so schnell sowas nicht noch mal passieren. Man muss ja aber auch dann irgendwie davor Angst haben, dass es so als Freifahrschein gilt, oder? Also du hast betrogen, dann darf ja ich auch betrügen. Und ich persönlich könnte das nicht gut so wegstecken. Nee, dann müsst ihr darüber reden. Dann müsst ihr sagen, dann genau das muss thematisiert werden. Und dann müsst ihr beide einen Pakt schließen und sagen, pass auf, das passiert jetzt definitiv keinem von uns. Es ist kein Freifahrtschein. Ich breche nicht hier eine neue Regel auf, oder ich setze ja keine neue Regel in die Welt. Also Tom, ich glaube, du musst sprechen. Fällt dir schwer, ne? Ja. Ja, aber du hast es ja eingebrockt, du musst es auch auslöffeln. Und du warst nicht mal betrunken, was man dir vielleicht irgendwie als Entschuldigung hinreichen könnte. Nein, du warst klar bei Sinnen. Dann setz dich auch klar bei Sinnen deiner Freundin gegenüber und sag, pass auf Mädel, ich hab Mist gebaut. Bitte verzeih mir. Ja, es wird wohl nichts anderes geben. Ja, das glaube ich auch, Herr Tom. Dann wünsche ich mal alles Gute dafür und toi, toi, toi. Und ich sag dir, wenn die Frau dich wirklich liebt, wenn die wirklich von Herzen liebt, wird die dir das verzeihen. Wenn die deshalb weggeht, dann liebt die dich auch nicht richtig. Sag ich mal jetzt ganz, ganz, ganz groß heraus. Ja, das ist natürlich jetzt aufmunternd und motivierend. Ja, ich hoffe das. Lieber Tom, alles Gute und toi, toi, toi. Okay, danke dir. Tschüss. 0800 220 5050. Unser Thema morgen Nacht. Heute haben wir eine freie Themennacht. Unser Thema morgen Nacht heißt, ich habe mein Gesicht verloren. Möchte gerne mit Menschen sprechen, die das so im übertragenen Sinne sagen. Die vielleicht irgendetwas getan haben und sagen, aufgrund dieser Tat habe ich mein Gesicht einfach verloren. Das ist weg. Oder ich möchte mit Menschen sprechen, die das im direkten Sinne sagen, die vielleicht einen schweren Autounfall hatten oder überhaupt einen Unfall, eine Brandverletzung und deren Gesicht weg ist oder deren Gesicht sehr entstellt wurde. Oder die vielleicht eine Schönheitsoperation haben machen lassen, die misslungen ist und die auch jetzt sagen, ich habe mein Gesicht verloren, ich bin nicht mehr ich, so wie ich früher aussah. Also wenn ihr gerne morgen mit mir darüber sprechen wollt, dann könnt ihr heute schon euch über Mail anmelden unter domian@wdr.de und morgen heißt die Sendung dann, ich habe mein Gesicht verloren. Und hier ist Jenny und Jenny ist 27 Jahre alt. Hallo Jenny. Ja, guten Morgen, Domian. Guten Morgen. Na, was ist dein Thema? Ja, mein Thema ist, dass ich vor knapp 8 Wochen mein Kind zur Welt gebracht habe, was aber leider schon tot war. Mhm. In welchem Monat hast du es zur Welt gebracht? Anfang siebte. Mhm. Mhm. Wie kam es zu der Geburt oder zu der Entbindung? Ich war 5 Tage vorher, war ich beim Frauenarzt, da war alles in Ordnung. Mhm. Und dann hatte ich so Stechen und Schmerzen ein bisschen. Dann habe ich erst gedacht, halt, weil ich ein Kind schon habe, dass es Senkwehen sind oder so. Mhm. Aber das hörte auch nicht auf. Und dann bin ich halt ins Krankenhaus und die haben dann gesagt, dass das Kind nicht mehr am Leben ist. Mhm. Und dass ich es halt auf die Welt bringen müsste. Mhm. Und bist du dann gleich im Krankenhaus geblieben? Ich bin dann gleich im Krankenhaus geblieben, ja. Ja. Und Sie haben gesehen, dann halt eingeleitet, ja. Und dann habe ich sie einen Tag später zur Welt gebracht. Ist das eine Sie gewesen? Es war ein Mädchen, ja. Ja. Hast du sie gesehen? Meine Mutter hat mir davon abgeraten, weil sie halt vom Mutterkuchen ein bisschen zerquetscht ausgesehen hat. Und daher habe ich sie mir nicht angeguckt. Deine Mutter war bei der Geburt dabei? Ja. Ach so, das heißt, deine Mutter hat das Kind gesehen und hat dann zu dir gesagt, es ist besser, wenn du es nicht siehst. Ja. Ja. Mhm. Ärgerst du dich heute, dass du es nicht gesehen hast? Manchmal mache ich mir halt Vorwürfe, aber ich sag mal so, vielleicht ist es besser, dass ich sie nicht gesehen habe. Mhm. Weil ich da vielleicht überhaupt gar nicht mit klarkommen würde. Ich komme damit ja schon nicht richtig zurecht. Ja. Was ist dann mit dem Kind passiert? Ist es begraben worden? Gab es ein Begräbnis? Ja, wir hatten erst nur eine Beisetzung erst in der Kapelle im Krankenhaus. Mhm. Dann wurde es zur Pathologie gebracht und dann wurde es beerdigt am 10.11. Also alles ganz normal und ordentlich gelaufen. Mhm. Mhm. Gehst du jetzt öfters zum Friedhof, an das Grab? Ich war jetzt 4 Mal ungefähr da jetzt. Mhm.
Und weil sie ist ja anonym begraben worden. Ach so. Mhm. Ich hätte das nicht geschafft, wenn ich sehe, mit Grabständen so, ich glaube, das hätte ich nicht geschafft. Mhm. Mhm. Dann haben wir sie halt anonym beerdigen lassen. Mhm. Und ich war jetzt schon halt 4-mal da. Mhm. Und, aber mir geht es danach nicht besser. Es ist ja für einen Mann generell überhaupt nicht nachvollziehbar, was sich für eine Beziehung aufbaut in einer Frau, die schwanger ist, zu ihrem Kind. Und ich erahne das nur, wenn man bis zum 7. Monat schwanger war, dass die Beziehung schon sehr intensiv ist. Also ich habe, am Anfang hatte ich halt Schwierigkeiten in der Schwangerschaft. Da wollte die Schwangerschaft eigentlich nicht so, wie ich das wollte. Also der Körper wollte die Schwangerschaft immer abstoßen. Mhm. Und dann ab dem 4. Monat hat sich der Körper daran gewöhnt, dass er schwanger war. Mhm. Und da habe ich dann auch Bezug aufgebaut. Und vielleicht, das war vielleicht auch diese Schwierigkeit dabei. Ja, ja. War das denn ein Wunschkind? Wolltest du nochmal jetzt? Nein. Nein, nein, war nicht. Mhm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mein Sohn geht da besser mit um als ich selber. Wie alt ist denn dein Sohn? Mein Sohn wird 5. 5. Versteht er das? Ja, versteht das schon, ne? Dass da ein Geschwisterchen kommen sollte und das Geschwisterchen ist jetzt tot. Das hast du ihm schon erklärt? Nein, ich habe es ihm nicht erklärt. Das hat ihm meine Mama erklärt. Ach so. Was ist mit dem Vater? Lebst du mit dem Vater des Kindes zusammen oder bist du alleine? Nein, nicht mehr. Der ist abgedampft, den seine Freundin kriegt jetzt ein Kind. Ah ja. Hast du denn Menschen, vielleicht auch außer deiner Mutter? Das scheint ja auch ein enges Verhältnis zu sein zwischen dir und meiner Mutter. Rede ich da gar nicht drüber. Du redest gar nicht mit ihr drüber? Nee. Warum sie nicht? Sie kann das nicht. Bitte? Sie schafft das nicht. Mhm. Also das heißt, für sie, die auch bei der Geburt dabei war, war das auch ein schweres Erlebnis. Und ein, ja. Ja, sie kann da gar nicht drüber reden. Mhm. Ich habe eine super beste Freundin, der ich halt auch darüber rede und die mir wirklich überall irgendwie bei hilft. Mhm. Und wir haben auch zusammen versucht, Therapeuten zu finden. Mhm. Aber es ist einfach nicht die Möglichkeit, weil die haben alle ein Jahr, das ist über anderthalb Jahre Wartezeit. Und ich würde dir in diesem Fall, den du jetzt so von dir geschildert hast, würde ich dir eine Selbsthilfegruppe empfehlen. Das haben wir auch versucht, aber irgendwie bei uns ist das irgendwie überhaupt nicht. Wohnst du auf dem Land? Nee, ich wohne eigentlich an 2 größeren Städten dran. Ja, also da werden wir gleich mal versuchen, dir vielleicht behilflich sein zu können. Weil, soweit ich informiert bin, sind diese Selbsthilfegruppen, wo sich Menschen treffen, die dein Schicksal teilen, wirklich sehr dicht verteilt in ganz Deutschland, überall und gerade in der Nähe von Großstädten, ist es gar kein Problem. Und wenn man weiter weg wohnt, kann man telefonisch mit den Leuten Kontakt aufnehmen. Werden wir gleich versuchen, dir ein bisschen zu helfen. Mhm. Hattest du schon so Pläne gemacht, wie das Kind heißen soll? Hattest du schon Sachen gekauft? Und ja, sie hatte alles schon. Mhm. Sie sollte Josephine halten. Mhm. Sie, ja. Erstmal war es für uns eine super Freude, dass sie überhaupt ein Mädchen geworden ist. Mhm. Weil am Anfang, bevor Justin geboren ist, wollte ich halt ein Mädchen haben. Mhm. Und dann hieß es halt, dass mein Mädchen halt ein Junge wird. Mhm. Und dann kam Justin halt und dann habe ich dann halt erfahren, dass dieses Mal ein Mädchen wird. Mhm. Und da ist dann, auch Justin hat sich super gefreut. Mhm. Der war total hin und weg. Und jetzt, du sagst, du hast schon Sachen gekauft und ja. Vorbereitungen getroffen. Was machst du mit den Sachen? Ich habe im Keller getan und habe ganz viel meiner Freundin gegeben. Mhm. Wie oft am Tag denkst du daran? Wenn ich Mütter mit Kinderwagen sehe, ganz oft. Mhm. Wenn ich meine, ich hatte damals eine Freundin, die ist 6 Wochen nach mir schwanger geworden. Zu der habe ich den Kontakt komplett abgebrochen. Mhm. Komplett. Und die sehe ich halt öfters, weil wir wohnen genau gegenüber voneinander. Mhm. Aber hast du das Gefühl, dass in all dem der Trauer und der Traurigkeit, in der du jetzt bist, verständlicherweise, dass schon dein Sohn, den du ja hast, dass das schon ein großer Trost ist und dass er dir allein durch seine Anwesenheit hilft? Ja, wenn er nicht da gewesen wäre, wäre ich, glaube ich, auch nicht mehr da. Mhm. Das weiß ich dann so genau. Mhm. Weil dann gucke ich mir seine Bilder an, wie er als Baby war, mhm. wie er sich entwickelt hat und was er jetzt macht und was er mir auch für Tipps gibt. Das ist
Ja, und du musst ja für ihn da sein. Mhm. Und er ist immer da, du musst dich um ihn kümmern. Und das glaube ich auch, dass das eine sehr große Hilfe ist. Auch wenn du dich mit ihm nicht direkt unterhalten kannst, aber allein sein, dass er da ist, dass er bei dir ist. Ja, das hilft mir schon viel weiter. Mhm. Weil dennoch bleibt natürlich die Trauer und die kann man auch nicht so wegwischen. Das ist doch völlig klar. Das finde ich auch ganz normal. Das sind ja auch erst 8 Wochen, das ist ja gar keine Zeit. Nee. Das ist ja gar nichts. Und wahrscheinlich gehen dir immer wieder 1000 Erinnerungen durch. Machst du dir auch irgendwie Vorwürfe, dass du irgendwas falsch gemacht hast? Ja, mach ich. Was sind das für Vorwürfe? Das sind Schwangerschaft zum Beispiel, die verlief ohne Fehler, ohne irgendwas. Da war ich damals 22 und da habe ich das ganz anders irgendwie hingenommen. Mhm. Und jetzt so mit dem höheren Alter habe ich so gesehen, dass man sich da viel mehr intensiver mit beschäftigt. Aber trotz alledem, ich habe weiter geraucht, mhm. wo ich sage, da könnte es dran gelegen haben. Mhm. Es kann an der Arbeit gelegen haben, es kann an den Umwelteinflüssen gelegen haben, ich weiß es nicht. Mhm. Aber die Vorwürfe macht man sich halt natürlich. Was wäre gewesen, wenn ich jetzt halt nach diesen 5 Tagen, bevor ich da hingegangen bin, dass ich gleich den nächsten Tag wieder hingegangen wäre? Vielleicht hätte man es verhindern können. Mhm. Keine Ahnung. Ja, das sind natürlich Gedanken, die einen wahnsinnig machen, ne? Die einen auch kaputt machen. Was wäre, wenn vielleicht dieses und vielleicht jenes? Ich glaube, dass man irgendwann einfach auch einen Frieden mit dem Schicksal schließen muss, dass man sagt, es ist so passiert, wie es passiert ist. Vielleicht, ja, aber warum? Ja, das frage ich mich, ja. Warum? Aber was meinst du, wie viele Menschen diese Frage stellen, warum? Die krank sind, die Angehörige verlieren, die selbst sterben müssen und es gibt nie eine Antwort darauf. Das ist das Schlimme und das Traurige. Deswegen finde ich es so wichtig, dass man Menschen hat, mit denen man sprechen kann, die auch das gleiche Schicksal vielleicht mit einem teilen. Nein, meine Freundin zum Beispiel, ich kenne sie jetzt im Februar ein ganzes Jahr. Mhm. Und sie kannte das so. Und sie hat auch gedacht, das Kind wird so rausgeholt und dann ist das vorbei. Mhm. Und sie war halt auch, sie war abends noch da, wo ich gesehen hatte, sie hat das auch so, bis zum Morgen halt war sie da und sie hat es mitbekommen. Und sie hat gesagt, Jenny, ich hätte es so nie glauben können, wenn ich nicht dabei gewesen wäre. Mhm, das war einfach für sie auch unvorstellbar, dass man einer Frau zu so einer Leidensart schon nochmal Leid zufügt, indem man es normal auf die Welt bringen muss. Das war für sie unverständlich. Jenny, wir machen mal Folgendes. Wir rufen dich jetzt gleich nochmal an. Das heißt, du legst auf und wir rufen dich nochmal an. Und wir wollen mal versuchen, dir behilflich zu sein mit der gerade schon angesprochenen Selbsthilfegruppe. Mhm. Ich glaube, dass das ganz wichtig wäre, dass du so in Kontakt mit so gleichermaßen betroffenen Menschen kämst. Ja, weil ich muss das doch irgendwie mal loswerden. Mhm. Ich möchte halt auch wissen, wie sich andere Leute gefühlt haben. Genau so. Genau. Das finde ich auch. Das finde ich auch. Du legst auf und mein Psychologe, der Peter, ruft dich an. Mhm. Alles Gute von ganzem Herzen. Dankeschön. Auf Wiederhören. Tschüss. Hier ist Hans und Hans ist 63 Jahre alt. Hallo Hans. Hallo, einen schönen guten Morgen, Domian. Ja, guten Morgen. Mein Thema ist, ich habe auch vor 3 Monaten habe ich meine Frau verloren, also meine Lebensgefährtin. Ja. Die ist... plötzlich? Ja. Wir sind am 29. Oktober, das war am Samstag, haben wir noch ein bisschen Fernsehen und da sind wir dann zu Bett gegangen. Und da wollte sie noch eine Tasse Tee, habe ich ihr eine Tasse Tee gemacht und da hat sie noch einen Schluck von getrunken und ach, ich denke, sagt sie noch, ich gehe ins Bett und du kannst ruhig noch gucken. Na, ich denke, ach, gehst du auch ins Bett. Fernsehen aus, im Bett. Und da habe ich sie dann schlafen gehört. Mhm. Da bin ich dann eingeduselt, war sie immer noch am Schlafen. Bin ich wieder wach geworden, war sie noch am Schlafen. Anderen Morgen wollte ich sie fragen, möchtest du Kaffee oder Tee? Mhm. Und da habe ich sie dann nicht mehr wach bekommen. Das heißt, sie ist im Schlaf verstorben? Die ist also wirklich eingeschlafen und dann ist sie verstorben. Ohne vorher wesentlich krank gewesen zu sein? Ja, sie hat leichte Herzprobleme, hat aber dafür Medikamente bekommen und die hat sie auch immer genommen. Also und wir hatten also praktisch eine Zeit, 32 Jahre waren wir zusammen. 32 Jahre. Und in den 32 Jahren haben wir uns wirklich gut verstanden.
ich verstehe, also ich höre deine Sendung oft, wirklich oft. Ich verstehe einfach nicht, wie man als Mann eine Frau schlagen kann, so wie das in deinem in deinen Sendungen öfters zur Sprache kommt. Leider sehr oft, ja. Also die Männer, die ihre Frauen schlagen, das sind die größten Waschlappen, die es überhaupt gibt. Wir hatten auch Meinungsverschiedenheiten. Dann habe ich, oder sie, ist egal, wir haben eine Kerze angemacht, dann haben wir zwei Gläser Wein genommen, Rotwein oder ein Weißwein, ist egal. Dann haben wir uns zusammengesetzt und dann haben wir geredet. Und da war das vorbei. Wir haben uns jeden Abend Gute Nacht gesagt. Aber dann habt ihr beide wirklich ein großes Geschenk bekommen, nämlich eure Liebe und ein großes Glück leben dürfen, wenn ihr 32 Jahre so ein Leben hattet. Das finde ich etwas ganz Tolles. Die Liebe ist das Stärkste, was es gibt. Ja. Nur viele Menschen... ich weiß nicht, auf ein bisschen salopp ausgedrückt, viele Menschen denken, naja, wenn ich jetzt mal einen Geschlechtsverkehr gehabt habe, dann habe ich direkt Liebe gehabt. Viele Menschen wissen gar nicht mehr, was Liebe ist. Sag mal, Hans, hat man das hinterher noch herausgekriegt, woran dann letztendlich deine Partnerin gestorben ist? Ja, nein, also ein Herzversagen. Ein Herzversagen. Ja. Das heißt, normalerweise kommt ja die Kriminalpolizei dann noch ins Haus, aber es war bei mir nicht notwendig. Mhm. Der Notarzt hat klipp und klar gesagt, hier, Herzversagen. Das heißt, für Sie war es ein wunderbarer Tod, weil sie kein Leid und keine Schmerzen hatte? Für Sie, ja. Für dich ist es der absolute Horror. Ja, für mich ist es schwer, weil ich praktisch blind bin. Also ich habe noch einen Sehrest, aber das ist auch nicht mehr viel. Das ist ungefähr ein 30. sehe ich noch. Achso, du warst auch sehr auf sie angewiesen. Ich war auf sie angewiesen. Und jetzt muss ich dann eben meine Einkäufe und so weiter muss ich alleine machen in der Stadt. Kinder hattet ihr keine? Doch, ich habe einen Sohn und meine Frau, die hat Kinder und die helfen mir natürlich auch ein bisschen, aber die haben natürlich Familie und da möchte ich nicht immer dazwischen hängen. Also ich mach. Kommst du denn so einigermaßen mit deinem Alltag jetzt klar, also sowas, was das organisatorisch anbelangt? Ich komme klar, ich den Glauben habe. Also ich habe den Glauben, ich habe einen Schutzengel. Ja. Und der passt auf mich auf. Ja, vielleicht ist der Schutzengel auch jetzt in guten Kontakt mit deiner Partnerin. Das kann sein. Ja, also viele glauben ja nicht daran. Ja. Die lachen ja drüber, wenn die sowas hören. Aber wenn sie mal selber irgendwie sowas erleben, dann denken sie dann anders. Ne? Wenn man 32 Jahre mit einem Menschen eigentlich gut zusammen war und dann dieser Mensch von einem fortgerissen wird, ist es für mich unermesslich, glaube ich, der Schmerz, der einen dann betrifft und trifft. Ja, natürlich. Gab es da Momente, dass du gesagt hast in den ersten Wochen, ich kann auch nicht mehr leben ohne sie? Oder ich will nicht mehr leben ohne sie? Nein, der Glaube. Also mein Standpunkt ist, das Leben ist das Schönste, was man geschenkt bekommt. Auch wenn es schwer ist. Auch wenn es schwer ist. Und man soll es nicht wegwerfen. Ich habe damals die Sendung verfolgt mit der 19-jährigen Frau mit der Herzklappe. Ja. Da habe ich gesagt, die ist gut, sie ist schwer krank, aber sie ist feige für sich selber. Warum schmeißt sie sich weg? Warum lässt sie sich nicht operieren? Also du meinst mit dem Glauben nicht nur, dass du glaubst, du hast einen Schutzengel, sondern du meinst mit Glauben, dass du eben auch ein Gläubiger, ein christlicher Mensch bist. Ich bin ein christlicher Mensch. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt jeden Sonntag in die Kirche laufe, hier um meine neuen Sachen zu zeigen. Ja. In der Bibel steht auch, geh in dein Kämmerlein und bete. Und das tue ich. Und das vermittelt dir in dieser sehr schweren Zeit jetzt Halt und Trost. Ja, natürlich. Ich habe ja schon mal meine eine Frau verloren, ist jetzt die zweite. Ich war dreieinhalb Jahre verheiratet. Und da ist meine Frau, die war damals 35, da ist die auch gestorben. Die ist an Krebs gestorben. Das heißt, du machst das zum zweiten Mal jetzt durch. Aber aus unserer Ehe habe ich aber noch einen Sohn, der ist jetzt 35. Gibt es so Situationen, dass du in der Wohnung, wenn du alleine bist, in eurer Wohnung, wo ihr so viel miteinander gelebt habt, dass du auch mit ihr sprichst noch? Nein, das nicht. Das machst du nicht? Nein, weil ich sage, sie ist tot, sie schläft jetzt, sie hat ihre Ruhe
Und also so mit ihr sprechen, das mache ich nicht. Ich mache zwar immer eine Kerze an ihrem Bild. Ich habe hier ein großes Bild. Und da mache ich immer eine Kerze an, aber mit ihr sprechen, das tue ich nicht. Wenn einem in dem Alter, du bist jetzt 63 Jahre, habe ich gerade gesagt, wenn einem da das Wichtigste genommen wird, was man hat, hast du noch eine Hoffnung, dass vielleicht doch noch etwas Gutes, noch wieder etwas Besseres passieren könnte in deinem Leben? Oder denkst du, dass du dich jetzt damit so arrangieren musst, mit dem, auch mit der Traurigkeit, und dass es dann so weiterläuft? Nein, das habe ich nicht. Also nach jedem Frühling, wie man so schön sagt, kommt auch wieder ein Sommer. Und warum soll ich nicht auf diesem Wege auch mal wieder eine Kameradin oder eine Freundin, ganz wie man will, mal kennenlernen? Achso, soweit ist die Offenheit schon da, dass du dir man sogar... Man muss ja nicht direkt zusammen wohnen. Also ich habe zwar eine Wohnung, aber wenn sie sagt, ich behalte meine Wohnung, wir gehen zusammen raus, ein bisschen erleben, spazieren und so, das würde mir schon reichen. Würde deine verstorbene Partnerin das wollen, dass du das so machst? Ja, wir haben uns mal unterhalten und da hat sie schon gesagt, also wenn mir was passiert, bleib nicht alleine, das kannst du schon alleine wegen den Augen nicht mehr. Ich glaube auch, dass... Und alleine wegen den Augen, damit ist es nicht getan, muss auch ein bisschen Sympathie dabei sein. Also die Chemie, die müsste stimmen. Man kann jetzt nicht einfach sagen, ach, da ist jetzt eine, die schreibt dir mal, die ruft dich an und dann machst du mal. Also so geht es nicht. Ich glaube auch, dass jeder, der seinen Partner sehr liebt, das so sagen würde. Denn man ist ja dann interessiert, dass der noch lebende Partner... dass es dem gut geht und dass der glücklich wird. Und wenn man verstirbt, dann sagt man, mach du noch was aus deinem Leben und versuche noch etwas Schönes zu erleben. Ja, wie gesagt, wir hatten uns immer darüber unterhalten und das Gleiche habe ich ihr ja auch gesagt. Keiner weiß ja, wann er sterben muss oder wann er stirbt. Und das habe ich ihr auch gesagt. Und Ich finde deine Haltung sehr tapfer, Hans. Und in all der Traurigkeit und in all dem Unglück, glaube ich, machst du auch noch Leuten Mut, die in ähnlicher Situation sind, wie du jetzt gesprochen hast hier. Tja, meine Schwester habe ich trösten müssen. Mein Schwager, der hatte einen Schlaganfall, der lag im Krankenhaus und der war auch, so wie man so im Volksmund sagt, auf der Kippe. Und da haben sie schon gesagt, ja, wir haben uns entschieden, wenn die Maschinen, also wenn er nicht mehr wach wird und so, die Maschinen abschalten. Ich sage, ihr könnt überhaupt nichts entscheiden. Sag ich, überlasse mal dem lieben Gott. Und da sind sie eines Tages im Krankenhaus gekommen, da sagen sie dann, da war Pudding am Essen, wollte Pudding haben. Und da habe ich gesagt, siehst du, von wegen Maschinen abschalten. Und das war kurz nachdem meine Frau verstorben ist, wo ich jetzt die ganze Kraft und so weiter hernehmen, das weiß ich selber, das kann ich nicht beantworten. Ist ja auch wurscht, Hauptsache die Kraft ist da und die Kraft hilft dir. Die hilft mir. Das ist ganz wichtig. Die hilft mir. Und ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass die Kraft weiter da bleibt, aber da habe ich gar keine Sorge. Und dass noch wieder Dinge in deinem Leben passieren, über die du dich auch freuen kannst. Ach, das glaube ich doch, also irgendwie. Das wünsche ich dir wirklich von ganzem Herzen und vor allen Dingen weiterhin jetzt auch viel Kraft und alles, alles Liebe und alles Gute, Hans. Ich weiß ja nicht, ob ich das noch sagen darf, aber solltest du irgendwie, sollte jetzt mal einer anrufen und möchte mich mal Kontakt haben mit mir oder irgendwie, kannst du ruhig meine Telefonnummer geben. Das mache ich, ja klar. Der kann sich dann mit mir unterhalten. Gerne. In welcher Gegend wohnst du? In Solingen. In Solingen, ah ja. Kannst du ruhig wissen, das ist nicht schlimm. Das ist alles klar. Gut, okay, wenn sich da jemand meldet, reicht mir das gerne weiter. Ja, das wäre nett. Alles Gute von Herzen, Hans. Dankeschön. Auf Wiederhören. Wiederhören. So, meine Lieben, ein Hinweis auf Samstag. Samstag haben wir wieder Promi-Besuch hier bei mir in der Sendung und am Samstag wird Stefan Raab bei mir sein. Samstagabend im WDR-Fernsehen um 23.30 Uhr. Wenn ihr, und das ist wieder eine Telefon-Talkshow mit euch, und wenn ihr gerne auch mit Stefan Raab sprechen wollt, dann könnt ihr euch zu diesem Gespräch heute schon anmelden unter domian@wdr.de. Stefan Raab, Samstagabend bei mir zu Gast um 23.30 Uhr im WDR-Fernsehen. Hier ist Sabrina und Sabrina ist 21 Jahre alt. Hallo Sabrina. Hallo Domian. Ja, hallo Sabrina. Schön, dass du da bist. Ja, hallo. Ja, bei mir geht's darum, dass ich seit meinem 12. Lebensjahr
überwiegend Durchfall habe und nach jedem Essen zur Toilette muss. Seit dem 12. Lebensjahr? Ja. Überwiegend Durchfall hast? Ja. Hält denn ein Darm das überhaupt aus? Ja, scheint so. Ich würde mir vorstellen, dass dass der Darm permanent entzündet ist, wenn man ständig Durchfall hat. Mir tut der Po natürlich weh. Mhm. Aber ansonsten. Woran liegt das? Ich war mit 11 Jahren zur Kur und habe Gallenkoliken gehabt und bin dann wieder nach Hause gekommen und da ist mir die Gallenblase entfernt worden. Mhm. Und seitdem habe ich das, weil die Gallenblase ja normalerweise von der Nahrung ist fett verarbeitet und es geht nicht mehr und dadurch wird es direkt durch den Darm ausgeschieden. Mhm. Und das Kuriose ist jetzt, ich war jetzt vor kurzem nochmal beim Arzt und er sagte, ich müsste normalerweise ein Strich in der Landschaft sein, aber ich wiege über 150 Kilo. Ach. Also ich nehme immer weiter zu. Über 150 Kilo? Ja. Und hast ständig Durchfall? Ja. Ist also mittlerweile auch schon so weit, dass ich nicht mehr rausgehe. Ja. Wie viel isst du? Isst du normal? Isst du besonders viel oder isst du gar sogar wenig? Nee, ich esse eigentlich ganz normal, also nicht viel. Mhm. Ich wundere mich, dass über so einen langen Zeitraum das nicht noch andere gesundheitliche Schäden, abgesehen von der Darmentzündung, mit sich führt. Weil ich so laienhaft jetzt denke, dass die Nahrung gar nicht richtig verwertet werden kann und dass dir vielleicht viele, viele Grundstoffe fehlen und weiß ich was alles. Du bist in ärztlicher Behandlung? Will ich jetzt. Also ich war jetzt bei meinem alten Hausarzt, komme ursprünglich aus der Nähe von Köln, bin nach Frankfurt gezogen. Ja. Und habe hier noch nicht so die Kontakte. Ja. Und war jetzt, wo ich bei meinen Eltern unten war, bei meinem alten Hausarzt und ich muss jetzt zum Endokrinologen. Mhm. Also er sagt, gegen den Durchfall kann man gar nichts machen. Mhm. Ich muss mein ganzes Leben lang damit rumlaufen. Ach. Aber halt das Übergewicht wäre halt schon krankhaft und nicht durch Essen, sondern halt krankhaft. Und das muss halt jetzt untersucht werden. Das kann ich ja jetzt erstmal, sage ich mal, ganz spontan und auch laienhaft frech, das kann ich gar nicht glauben, dass man gegen den Durchfall nichts machen kann. Nee, das muss er sagen. Er meinte, ich habe auch schon gefragt, mit Tabletten oder Ernährung umstellen, dass ich halt mehr Gemüse, mehr Obst oder sonst irgendwas, aber er sagt, da ist nichts gegen zu machen. Und es ist auch völlig egal, was du isst, also wenn du jetzt, weiß ich, 2 Tafeln bittere Schokolade essen würdest oder so, dadurch ist egal, es ist völlig egal. Obwohl die normalerweise ja stopft. Eben, deswegen sage ich das, ne? Ja. Nee. Mhm. Übrigens. Wieso, wenn das so lange vorhält schon, du bist jetzt 21 und das ist dann also quasi seit 10 Jahren schon so, hättest du doch eigentlich schon lange in guter ärztlicher Betreuung sein müssen, in Kliniken gewesen sein müssen. Ich war damals mit 13, 14 Jahren, kurz nachdem mein Vater gestorben ist, bin ich mit meiner Mutter zum Spezialisten gegangen und der hat mich halt untersucht und von ihm kam dann aus, es wäre eine Bulimie. Nur, dass ich das halt nicht ausbreche, sondern halt anders ausscheide. Aber es kann ja auch nicht sein, sonst würde ich nicht immer weiter zunehmen. Ja, dann müsstest du ja auch zum Beispiel Abführmittel nehmen. Die nimmst du nicht. Nee. Das ist also auch Blödsinn. Nee. Ja. Also ich finde, dass in diesem Fall wirklich, dass du einen richtigen professionellen Menschen musst du. Ja, werde ich jetzt doch machen. Also ich muss jetzt hier nach Frankfurt in die Uniklinik. Ja, genau, ja. Mhm. Schon alleine selbst wegen Übergewicht, weil wie gesagt, ich gehe nirgendwo mehr hin, ich kann nicht arbeiten gehen, ich habe durch starke Übergewicht natürlich auch meine Probleme mit der Luft. Aber das sagt ja auch, dass da ganz viel nicht in Ordnung ist, ne? Dass da alles irgendwie durcheinander ist in dir. Ja. Wenn du nichts bei dir behältst und dennoch so viel zunimmst. Ja, es wurde immer alles da drauf geschoben durch, sage ich jetzt ganz offen, durch den sexuellen Missbrauch damals und durch den Tod von meinem Vater. Mhm. Und da hieß es immer, es käme davon. Und das ist halt, ich komme mittlerweile auch gar nicht mehr damit klar. Ich habe gesagt, ich war jetzt beim Arzt und ich habe klipp und klar gesagt, ich kann so nicht mehr und ich will so auch nicht mehr. Ja, das verstehe ich auch und sehe es genauso. Jetzt hast du gerade ein Stichwort gesagt und ist leider die Sendung schon zu Ende. Du sagst, der sexuelle Missbrauch. Es gab also einen sehr schlimmen Vorfall in deiner Kindheit. Ja, mit 11 Jahren. Mit 11 Jahren. Mhm. Ja. Das kann natürlich sein, dass es auch da Zusammenhänge gibt. Dass das eine das andere vielleicht begünstigt hat oder aber eben, ja, deswegen musst du wirklich in richtig, richtig gute medizinische Hände. Ja. Psychosomatische Mediziner müssen dich betreuen. Ja. Ich will jetzt auf jeden Fall mal gucken, dass ich irgendwie in Therapie auch mal gehe. Mhm. Weil ich wirklich mit dem Übergewicht ganz, ganz arge Probleme habe. Mhm.
Ich mache mal einen Vorschlag. Wir rufen dich jetzt gleich nochmal an. Ja. Vielleicht hat mein Psychologe auch noch eine Idee oder einen ganz guten Tipp, vielleicht für eine gute Klinik oder so, wo du so umfassend eben seelisch und körperlich in gute Hände gerätst. Vielleicht auch bei euch in der Nähe irgendwo in Frankfurt. Ja. Versuchen wir dir zu helfen. Ich möchte dich aber ermutigen, das auf jeden Fall anzugehen, das zu machen. Ja, mache ich auf jeden Unbedingt, Fall. Unbedingt, ne? Ja. Ja. Alles Gute und alles Liebe. Dankeschön. Liebe Sabrina, tschüss. So, Freunde, das war's für heute Nacht. In der Technik war Malte E-Mails. Morgen heißt unser Thema, ich habe mein Gesicht verloren. Um 1 Uhr geht's los und ab 0 Uhr könnt ihr schon anrufen. Ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht und einen schönen Nacht. Bis morgen. Tschüss.